Gestern haben die Märkte eine riesige Party gefeiert, weil man eine Versicherung bekommen hat von der Fed, dass die Zinsen auf den nächsten Sitzungen nicht um 0,75% steigen werden. Heute ist man zutiefst betrübt, weil man realisiert hat, dass die Fed ja eigentlich gestern die Zinsen um 0,5% angehoben hat. Das ist vielleicht das Resümee, was gestern und heute passiert ist. Nein, die Dinge sind noch ein bisschen komplexer, ein bisschen tiefliegender, denn heute hat die Wall Street realisiert, dass die US-Wirtschaft vor einer Rezession steht. Das ist durch Daten plötzlich ziemlich klar geworden, sodass der meisterhafte Auftritt, den Jerome Powell gestern absolviert hat, wirklich rhetorisch eine Meisterleistung, aber auf der anderen Seite, wie ich heute Morgen es bezeichnet habe, eben auch eine Shitshow sozusagen in Relation zu den Fakten, die von Herrn Powell ein bisschen sehr freundlich dargestellt wurden und eben einem Abgleich mit der Realität nicht standhalten. Wir sehen diese Achterbahnfahrt an den Märkten. Morgen kommen übrigens nochmal einige Fed-Speaker, die dann sagen werden, was so wirklich der Fall ist. Jedenfalls ist diese Rallye komplett verpufft. Wir haben sogar mehr verloren, als wir gestern gewonnen haben. Gestern der Nasdaq 3% im Plus oder mit gut 3% im Plus geschlossen. Heute minus 5% teilweise. Und hier eine interessante Aussage vom JP Morgan Desk, die sagen, naja, also diese Widerstandszone 4500 Punkte beim S&P 500. Also unsere Kunden sagen, also wir kaufen nicht, bevor wir nicht eine Bestätigung dafür haben, dass die Inflation unter Kontrolle ist, erstens, und dass das Wachstum bleiben wird, also dass die Wirtschaft weiter wächst. Und gerade dieser zweite Punkt ist heute schwer beschossen worden, könnte man sagen. Dazu gleich mehr. Aber nochmal ein kurzer Rückblick auf das Jahr 1982. Dieser Mann, den Sie hier sehen, ist Paul Volcker, der damals die Zinsen massiv ja angehoben hat. Wenn Sie mal das Statement aus dem Jahr 1982 lesen, als Paul Volcker das gemacht hat, dann werden Sie viele Parallelen zu heute entdecken. Jedenfalls hat Paul Volcker damals ein Interest Rate Anguish hervorgerufen, also eine Wut über diese steigenden Zinsen. Und wie war damals die Inflationsrate? 7,6% und die Leitzinsen waren 15%. Also 7,6% Inflation, Leitzinsen 15%. Jetzt haben wir 8,5% Inflation, Leitzinsen 0,75 bis 1%, und dennoch hat die Wall Street schon ein bisschen schlechte Laune, und das deswegen, weil wir heute Daten zur US-Produktivität bekommen haben, die so schwach war wie seit 1947 nicht mehr, und vor allem die Arbeitskosten sind massiv gestiegen. Das ist etwas, was natürlich für die Firmen ultra schlecht ist, wenn die Produktivität so stark sinkt, wenn gleichzeitig die Kosten massiv steigen. Das ist eine echte Katastrophe. Hier sehen wir, dass also die Arbeitskosten eigentlich jetzt um 11,6% gestiegen sind im ersten Quartal 2022. Also praktisch hier dieser Produktivitätsfaktor so massiv jetzt nach unten geht, und das ist natürlich ein Problem für die Marge, wenn die Arbeitnehmer immer teurer werden, wenn die Produktivität sinkt. Was machst du dann als Unternehmen? Dann denkst du dir, das ist wohl so, dass ich dann auf diese Arbeitskräfte besser verzichte. Und genau das sehen jetzt vor allem die kleineren Firmen in den USA, die ja sehr nah am Boden der Wirtschaft sind, an der Realität sind, anders als Großkonzerne. Das ist da nochmal eine andere Hausnummer. 8 von 10 von diesen Small Business Owners sagen, ja, wir erwarten eine Rezession. Und am Mittwoch hatten wir die ADP-Arbeitsmarktdaten. Da wird unterteilt zwischen kleinen, mittelgroßen und großen Firmen. Und die kleinen Firmen beginnen schon, Leute zu entlassen, Stellen abzubauen. 120.000 Stellen sind da verloren gegangen. Nur die mittleren und vor allem die großen Firmen stellen noch ein. Also wir sehen, dass das jetzt schon richtige Konsequenzen hat, diese stark steigenden Arbeitskosten. Die Kosten, die die Unternehmen haben, sorgen dafür, dass man weniger investiert. Hier sehen wir auch nochmal heute veröffentlichte Daten, nämlich Jobcuts, Challenger Jobcuts. Da ist jetzt erstmals seit Januar 2021 plötzlich ein Jobabbau zu konstatieren. Also der Arbeitsmarkt, der von Jerome Powell gestern als so hot nochmal beschrieben wurde, als so eng beschrieben wurde, der zeigt schon erste Anzeichen dessen, was eigentlich in einem stagflationären Umfeld immer passiert, nämlich man hat eine hohe Inflation und dann beginnen die Unternehmen eben Arbeitskräfte abzubauen. Kommen wir nochmal zu den Märkten. Wir sehen wilde Bewegungen an den Märkten. Wir hatten allein in der letzten Woche den größten Tagesanstieg seit Mai 2020 und den schlechtesten Tag
gleichzeitig, also in derselben Woche, seit Juni 2020. Wir sehen also so typische Bärenmarktbewegungen, sehr impulsiv, auch die Rallye sehr impulsiv, so wie eben gestern die Rallye auch. Und Sven Henrik bringt es vielleicht auf den Punkt. Hier sehen wir eine Art Distribution Phase, also praktisch eine Umverteilungsphase, die einen Trendwechsel ankündigt. Und wir sehen dann diese massiven Rallyes und Sven Henrik sagt, ja, kauf den Dip, wenn alles ausgebombt ist, wenn es wirklich total unten ist, wenn keiner mehr verkaufen kann, aber verkaufe dann auch die Rallye. Das ist ja das, was die Kunden, die Großkunden von JP Morgan auch gesagt haben gegenüber dem Desk von JP Morgan. Wir sehen mal, wie krass dieser Markt ist. Das ist die New York Advanced Decline Linie, also Aktien, die steigen, Aktien, die fallen, und wir sehen jeweils gestern Extremwert nach oben, heute Extremwert nach unten. Würde nicht wundern, wenn wir da auch wieder ein bisschen eine Erholung sehen an den Märkten. Die Stimmung hat sich übrigens bei den US-Privatinvestoren schon ein bisschen aufgehellt. Immerhin jetzt 26,9% Bullen, das war vor einer Woche noch 10% weniger. Die Bären sind aber immer noch in der Mehrheit, also die Leute sind durchaus nicht so optimistisch. Und solche Dinge wie gestern, dass in der letzten Handelsstunde eine solch massive Rallye vorkommt, das gibt es nicht oft in der Geschichte des Leitindex S&P 500. Hier rot markiert sehen wir, dass solche Bewegungen an zwei Tagen hintereinander vorkommen, und das ist fast immer in Märkten, die tendenziell nach unten gehen. Wir haben also tendenziell schlichtweg einen Bärenmarkt. Und das große Problem ist jetzt, und das bringt JP Morgan auch wieder hier auf den Punkt, die haben verschiedene Kategorien, Bereiche untersucht, Produktkategorien untersucht und haben gesagt, okay, wenn wir uns jetzt mal die Trends zur Vor-Corona-Zeit anschauen, dann sehen wir, dass selbst in Bereichen die Preise deutlich gestiegen sind, in denen die Nachfrage nicht gestiegen ist. Das heißt, wir sind ja bisher immer davon ausgegangen, naja, wir haben eine massive Nachfrage, aber halt zu wenig Angebot, deswegen diese Inflation, deswegen diese Knappheit, die dann die Preise steigen lässt. Aber die Preise steigen auch, wenn die Nachfrage gar nicht so groß ist, und das ist das eigentliche Kernthema. Was tun, wenn wir jetzt ein Nachlassen der Nachfrage sehen, aber die Preise nicht runterkommen, weil diese Güter eben so knapp sind? Das ist sozusagen ein stagflationäres Worst-Case-Szenario, und der betroffen vor allem dürfte sein der US-Immobilienmarkt, der ja dermaßen überhitzt ist. Hier sehen wir, dass die Mortgage Rates jetzt auf den höchsten Stand seit August 2009 gestiegen sind mit 5,27%. Kommen wir jetzt mal nach Europa in Sachen Inflation. Da hat die Bank of England heute die Zinsen angehoben um 0,25%. 6:3 Stimmen, 3 wollten 0,5% anheben, und vor allem da hat die Bank of England das schon gesagt, was heute die Wall Street irgendwie realisiert. Da hat man gesagt, wir sehen Inflationsrisiken auf der Oberseite, Wachstumspotenziale auf der Unterseite, und wir sehen, dass die Wirtschaft in 2023 schrumpfen wird. Also dieses stagflationäre Szenario, von dem die Türken derzeit fast schon träumen können. Da haben wir heute Daten zur Inflation bekommen. In April 70% die Verbraucherpreise und 121,82% die Erzeugerpreise. Also da hat die EZB noch einige Luft, da haben wir noch eine Chance. Die Polen dagegen, die haben jetzt die Zinsen heute um 0,75% angehoben auf jetzt 5,25%. Da sieht man mal, was eine Notenbank kann, wenn sie nicht politisch gesteuert ist wie die EZB. Rehn hat heute dann gesagt, ja, man sollte vielleicht im Juli mal die Zinsen um 0,25% anheben. Und Panetta, Direktoriumsmitglied, ein Italiener, einer der 6 Direktoriumsmitglieder der EZB, hat gesagt, ja, aber wenn wir jetzt die Geldpolitik straffen, dann schaden wir der wirtschaftlichen Erholung. Esattamente, Dottore Panetta, das ist genau der Fall, denn, aber es geht nicht anders. Du kannst nicht einen Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Natürlich, wenn du die Geldpolitik strafst, dann wirst du die Wirtschaft abkühlen. Es geht nicht anders. Hier mal ein wunderbares Beispiel. EZB, 16. November 2021, immerhin vor dem Ukraine-Krieg. Sie haben vielleicht bemerkt, dass bestimmte Dinge letzter Zeit teurer geworden sind. Und dann sagt man, das nennt man Inflation. Also das ist so eine Mischung, die EZB spricht zu ihren Finanzuntertanen oder spricht zu Kindern, hat man fast den Eindruck. Hier unten sehen wir mal die Fehlprognosen der EZB, faktische Inflationsentwicklung, Prognosen der EZB immer zu niedrig, deswegen die Geldpolitik immer hinter der Kurve. Und darüber werde ich sprechen gleich in wenigen Minuten, meine Damen und Herren, mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der EZB. Titel: Inflation, ist die EZB noch zu retten? Den Live-Link werde ich Ihnen unter das Video packen. Das können Sie heute ab 19 Uhr sehen oder auch morgen oder auch am Wochenende, je nachdem, wann Sie da wirklich die Zeit dafür haben.
Aber es ist ein absolutes Muss, denn Jörg Krämer ist jemand, der Klartext spricht, der die Dinge auf den Punkt bringt und die Analyse messerscharf gleichzeitig dabei liefern kann. Und dann noch zwei Artikel, die ich ans Herz legen möchte. LNG-Terminal, wie die deutsche Umwelthilfe blockieren will, dass LNG-Terminals gebaut werden, zum Beispiel in Wilhelmshaven. Die sind noch so ein bisschen in La-La-Land. Da ist es noch so, oh, das ist aber nicht gut für die Umwelt. Das stimmt, aber die Alternative ist, dass wir möglicherweise im Winter dann ein bisschen kalte Hintern haben, wenn das alles nicht passiert. Normalerweise Ende 2022 fertig. Wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn das gebaut wurde. Da sehen wir ein bisschen diese Realitätsverweigerung. Und realistisch ist dagegen das, was in diesem Artikel hier mal diskutiert wird, nämlich eine Anlagestrategie. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben 100.000 Euro, die Sie jetzt anlegen. Was kann man da tun? Da ist ein Vorschlag, ist keine Empfehlung oder irgendwie sowas, ja. Aber ein Vorschlag, wie man das vielleicht angehen könnte in Zeiten von Inflation, Wirtschaftskrise und Krieg. Was ist da vielleicht eine Strategie, dass man zumindest nicht verliert? Ja, das ist ja schon mal was in diesen Zeiten. Also, heute ab 19 Uhr, meine Damen und Herren, Jörg Krämer, Live-Link unter dem Video. Und diese beiden Artikel will ich anempfehlen. Jetzt sage ich Servus und...